Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück in Baldur's Gate, beziehungsweise zu Baldur's Gate, in Baldur's Gate sind wir ja noch nicht. Ja, und ich muss ganz ehrlich an dieser Stelle sagen, das Spiel bringt mich um den Verstand. Also ich habe offscreen mittlerweile so die Gebiete mal abgecheckt, habe so wirklich Quests gefunden, habe ich nicht. Ich habe dafür allerdings zwei neue Begleiter gefunden. Habt ihr mit mir gesprochen? An dem ersten Wegstück, wo Gorion getötet wurde, da standen die zwei rum, die wollen nach Nakshel. Und zwar haben wir da einmal Montaron, den ja, Schurken, was auch immer. Und wir haben Xar, den Nekromanten. Ja, beide sind jetzt so, ne? Kann man mitnehmen, muss man aber nicht. Nein, und aber da die Gruppe aus. Noch nicht voll war, haben wir gesagt, wir auf jeden Fall mal mit. Und das ist so übelst mit dem Game hier. Also ich kann mal kurz zeigen, hier oben habe ich die halt gefunden. Ich habe in Beregost mittlerweile auch die Spinnen down. Ich habe es mal aufgenommen. Ich habe etwa 48.000 Quickloads dafür gebraucht. Deswegen ist jetzt natürlich die Frage, wo wir als nächstes noch hingehen können. Reißner Nackschell, Umhang. Gurke, ein hinunterkommen alten Zwerg in Beregost, wurde sein angeblich berühmter Umhang von einer Gruppe Tassloi im Mantelwald gestohlen. Nach unserer kurzen Begegnung bin ich zum Schluss gekommen, dass ich alles in meiner Macht stehende tun muss, um seine schlechte Laune aufzuheitern. Ich weiß nicht mal, wo der Mantelwald ist. Halburger, ein Paladin, ja, den haben wir hier irgendwie mal getroffen. Sollen sich in den Hügeln südlich bis südwestlich der Stadt verschanzt haben. Ich weiß jetzt nicht, ob wir uns unbedingt schon mit Halbogern anlegen müssen. Landrins Herbseligkeiten. Moment, wieso ist das nicht erledigt? Ihr wollt doch nicht, dass ich Däumchen drehe. Mal eben gucken. Wein abgeschlossen. Tropfen, eine Flasche des Weins. Lalalala, auf Spinnen trete. Okay, oh, habe ich Ihnen irgendwas vergessen? Das war das hier. Ich wollte gerade sagen, weil den Wein habe ich ihr gegeben. Na, jedenfalls muss ich noch irgendwie so ein bisschen rauskriegen, wie das hier mit den Kämpfen vernünftig läuft. Immerhin die alte Schachtel kriegt nicht auf Kette, ihren Bogen zu benutzen. Die rennt mir in jedem zweiten Kampf, rennt die mir in den Nahkampf. Und, naja, die anderen sind jetzt auch nicht gerade robust. Und so gefühlt sterbe ich bei jedem ersten. Bei jedem ersten Crit. Ach, da können wir noch was mit. Also gut, was da? Achso. Ah, die wollte einen Spinnenkörper. Okay. Ja, Schlösser öffnen brauchen wir gar nicht erst versuchen. Gut, dann müssen wir wohl tatsächlich nochmal zum freundlichen Arm. Ah, von hier aus können wir da nicht hinreisen, sehr schön. So, dann einmal erledigt nach oben. Ja, bezüglich der Quests, ich hatte mir dann tatsächlich auch noch mal so eine Liste aufgemacht mit NPCs und Quests. Da sah es aber jetzt auch nicht so aus, als wenn da irgendwas übersehen worden wäre oder als wenn ich irgendwas übersehen hätte. Ich habe noch zwei Ringe gefunden, irgendwie einen Schutzring und einen Zauberring. Die waren halt als Secrets angegeben mit genauer Position. Da laufe ich ja nicht dran vorbei. Ne? Also ganz ehrlich, im Normalfall hätten wir die nicht gefunden. Die unter anderem am freundlichen Arm irgendwie unter einem Baum hast du so zwei Pixel breit die Anwahlposition, um den Ring aufzuheben. Und irgendwo auf so einem Straßenstück, weit ab der Straße auf einem Baumstumpf liegt ein Ring. Da guckt kein Mensch nach. Also ich zumindest nicht. So, unser Nekromant scheint der schnellste der Truppe zu sein. Wo ist denn der ganze Rest? Hallo? Wo sind die? Geht's euch noch gut? Da laufen zwei. Da. Was ist mit ihm? Ich tu mein Bestes. Ach Gott, er ist in eine Sackgasse gelaufen, weil die können nicht durch den... Hey, ihr da! Ja, genau, oh. Ich sehe hier sonst niemanden.
Wie wäre es mit etwas Hilfe? Da sind Räuber. Bösartige magische Räuber. Die waren bestimmt auf der Räuberschule für Fortgeschrittene. Und sie versuchen, mich gefangen zu nehmen. Irgendwie habe ich das Gefühl, das gibt jetzt Ärger. Also gut, ich werde euch vor diesen Räubern beschützen. Eine Bande zaubernder Räuber? Das klingt doch sehr weit hergeholt. Mein Held. Und wo verbirgt sich der Rest eurer Truppe? Ich will ehrlich sein. Ich würde nur auf euch wetten, wenn ihr eine ganze Armee mitbringt, weil ihr sie brauchen werdet. Und oh, große Güte! Sie sind hier! Hallo? Ihr wollt euch vor uns hinter diesen unglückseligen Narren verstecken? Eure Feigheit erweist sich als genauso tödlich wie eure waghalsige Magie. Okay, sieht ihr aus wie so ein Priester, ne? Ihr seid derjenige, der versucht, mich gefangen zu nehmen. Und ich weiß immer noch nicht, was ihr wollt. Also werde ich versuchen, es zu verhindern. Verschwindet, bevor meine neuen Freunde und ich euch aufs Maul hauen. Ihr da, tretet zur Seite und überlasst mir das Mädchen. Ihr wollt euer Leben doch nicht etwa für eine Fremde riskieren. Ich werde nicht zulassen, dass sie euch zu Schaden kommt. Mit welchem Recht jagt ihr diese Frau? Damit fragen wir ja im Prinzip erstmal nach der Erklärung, ne? Meinetwegen nehmt sie, ich habe keine Ahnung, wer diese Frau ist. Nein. Wir setzen uns für sie ein. Mit dem Recht der roten Magier von Tai. Wir müssen ihre anormalen Kräfte studieren. Egal, ob sie nun freiwillig mitkommt oder nicht. Von welchen anormalen Kräften redet ihr da? Lasst mich raten. Mit studieren meint ihr sezieren? Okay, wir fragen erstmal nach den Kräften. Es überrascht mich nicht, dass jemand so Ungebildetes wie ihr eine Hasardeure nicht einmal dann erkennt, wenn sie direkt vor euch steht. Ihre Zauber schaden mehr, als sie nutzen. Wir müssen ihre Geheimnisse erforschen. Und natürlich müssen wir verhindern, dass sie sich oder anderen Schaden zufügt. Okay. Genug davon. Übergebt sie. Nein, sie gehört zu mir. Nun, wenn ihr für diese kleine Hasse... Hinfort, aufgeblasener Widerling! Nicht schon wieder. Ikandor, wo seid ihr hin? Wir können sie nicht entkommen lassen. Schlachtet sie alle ab. Den Rest klären wir, sobald wir ihn gefunden haben. Eure Dienerin steht zu eurem Diensten. Du bist ja ein komischer Kauz. Du benutzt mal bitte hier den Pfeil und Bogen, ne? Jetzt mal hoffentlich lohnt sich's auch. Der geht noch auf den. Und er versucht mal Lebensentzug. Vielleicht gibt der erste von uns wahrscheinlich tot um. Egal, wir machen nochmal den Lebensentzug. Ja. Läuft. Imun benutzt auch noch mal den Bogen. Oh, wir haben gewonnen. Na, dann spuck dich schon aus. Es tut mir wirklich, 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 wirklich leid, was gerade geschehen ist. Ich wollte euch da nicht reinziehen, aber wenn ich nicht zufällig über euch gestolpert wäre, würden sie jetzt vermutlich bis zu den Ellbogen in meinem Gehirn stecken. Was werdet ihr nun tun? Sicherlich kehrt Ekandor irgendwann zurück. Ihr braucht euch nicht zu entschuldigen. Ich habe lediglich getan, was jede ehrbare Person tun würde. Einen dicken Beutel voll Gold. Ach, ihr braucht euch nicht zu entschuldigen. Da ihr mich freundlicherweise vor diesen zaubernden Häschern gerettet habt, frage ich mich, ob ich eine Weile bei euch bleiben könnte. Das dient sowohl eurem Schutz als auch dem meinen. Ich verspreche euch, dass ich eine gute Magierin bin. Ihr werdet kaum glauben, wie ich einen Feuerball werfen kann. Oh. Wenn wir die jetzt mitnehmen, müssen wir mit Sicherheit jemanden austauschen, ne? Imun ist unsere einzige Bogenschützin. Die Trolla ist unsere einzige Heilerin. Dann haben wir noch den Nahkämpfer, den Schurken und den Nekromanten. Boah, da würde ich am ehesten auf den Schurken verzichten, glaube ich. Fantastisch! Lasst mich nur gerade meinen... Ach, egal. Ich bin abmarschbereit. So, Gruppenmitglied entfernen. Den entfernen. Entfernen, ja. Fertig. Ihr habt mich lange genug gestört, jetzt lasst mich in Ruhe.
Eure Anwesenheit ist die reinste Qual. Oh. Gut, das ist jetzt natürlich nicht so praktisch. Aha. Was kann die denn? Hazardeur Stufe 1. Brennende Hände, Farbkugel, identifizieren, magisches Geschoss, nachhaltsgewagte Hexerei. Was macht denn der? Ist der letzte Rettungsanker eines Hazardeurs. Er löst eine plötzliche Flut unbändiger magischer Energie aus, in der Hoffnung, diese Energie zu einer gewünschten Zauberwirkung formen zu können. Dieser Versuch geht in der Regel schief. Okay. Gut, das lassen wir mal so. Wir nehmen die Tulla jetzt einfach mal mit. Ihr habt geläutet. Also gut, was dann? So. Ihr braucht meine Hilfe? Okay. Dann weiter. Fangen wir mal an mit dem Plündern. Man kann es ja mal versuchen. Na, nun spuckt es schon aus. Das zu plündern? Na toll, jetzt stehen die Deppen im Weg, oder was? Bleiben die jetzt eigentlich hier? Kann ich die jederzeit wieder austauschen? Ihr habt geläutet. Also gut, was dann? Einmal hier so. Boah. Alter, ich muss jetzt bald das Geld aus der Nähe aus, ne, liebe Leute? Okay, dann aus 6 mach 5. Wir haben 2 Nahkämpfer, eine Heilerin, eine Magierin und eine Bogenschützin. Ob das jetzt so eine gute Entscheidung war, wird sich dann irgendwann noch herausstellen. Aber jetzt gehen wir erstmal zum freundlichen Arm den Spinnenkörper abgeben. Toll, so kann man auch mal über Quests stolpern. Also für Berigos hatte ich tatsächlich nicht geguckt. Ne? Freundlicher Arm, Reisen. Ah, ich bin dran. Hat ja funktioniert. Also und hier irgendwo, hier unter dem Baum im Gras lag quasi der Ring, wo kein Normalsterblicher nachgeguckt hätte. Also das ist, so, dann gehen wir die Quest mal ab. Und dann mal schauen, was wir da noch anstellen. War cool, der Kampf lief ja eigentlich sogar ganz gut. Für unsere Verhältnisse, also für meine. Sie müssen Ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor Sie weiterziehen können. Dann müssen wir Ich bin dran. Sind so der Truller, die da mitten im Stockwerk steht. Erledigt. Da. Erledigt. Hier hast du Spinnenkörper. Ein dicker Hammer wird die Banditen schon erledigen. Yay. Ist das jetzt erledigt? Ja. Immer noch nicht? Wollte schon sagen. Probleme in der Region. Ist hier noch irgendwer mit Namen, mit dem wir noch nicht geredet haben? Schaut eigentlich gerade nicht so aus. Dann müssen wir mal schauen. Ich hatte nämlich tatsächlich noch von einer anderen Quest gelesen, irgendwas mit einem Gürtel. Steht. Hm? Nee, auch nicht. Aber eigentlich hatten wir doch hier mit allen gequatscht, oder? Stimm auf. Will er nicht, gut. Verschlossen. Ja, wir versuchen gar nicht erst was zu knacken. Dazu ist die alte eh zu unfähig. Geht mir aus dem Weg, ihr ewig stinkender Schwachkopf! Was soll das, dass ich mir nicht die teuren Zimmer leisten kann? Bedeutet noch lange nicht, dass ihr reintanzen könnt, wann ihr wollt. Doch, das ist ein Schlafsaal. Zerbrecht euch nicht den Kopf, Kleiner. Es würde sich nicht lohnen, euch zu töten. Und so wie es hier aussieht, gibt es auch hier nichts, was es sich zu stehlen lohnen würde. Und dann nehmen wir das. Ja, bla bla. Okay. Schlafender Zwerg, schlafender Elf, alle schlafen sie hier. Oh, warte mal, wer war er? Unschei, ist der das? Du bist besser in der Stabilität als diese Steinmauern vorzeigen. Was?
Unschei, haben wir eine Quest mit Unschei? Aber das müsste das gewesen sein, weil da stand irgendwas von einem Oger, der einen Gürtel hat. Ich bin dran. Gehen wir nochmal eben pennen, wenn wir schon mal hier sind. Aber da reicht ja das Einfachste. Das Meine Schenke steht allen offen, die sich anständig benehmen. Ach, ihr dürft ja nicht ausruhen, wenn eure Gruppe verstreut ist. Den können wir verkaufen. Die können wir verkaufen. Brauchen ein bisschen Geld, ne? So, komm mal her. Die sind ja auch so verstreut. Na, no, das Geschäft geht in letzter Zeit äußerst schlecht. Geht doch. Zack. Gut, dann müssen wir jetzt mal gucken. Das war irgendwie südlich vom frechen Arm, hätte ich beinahe gesagt, vom freundlichen Arm. Aber das Sie machen wir in der nächsten Runde Folge, noch mehr vergrößern, bevor Sie weiterziehen können. Ich habe die Gruppe hier gerade erst verkleinert. Dann sage ich mal, haltet die Ohren steif. Bis dahin, euer Quinn.